Schönen guten Morgen, Laufhelden. Es ist jetzt am 30. Jänner 2021, kurz nach 9 Uhr. Bin jetzt aufgestanden, habe heute meinen 3000 Meter Wettkampf recht spät um 22:22 Uhr. Und ja, wie es passend ist für ein Jahr wie das mit Corona, der Morgen beginnt jetzt mal, dass ich den Test mache, den PCR-Test, dass ich morgen auch wieder nach Österreich einreisen darf. Und von dem her ja, erledigen wir das. Viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, der PCR-Test ist geschafft und ich habe da jetzt auch gleich einmal das Frühstückssackerl mitbekommen. Das läuft in Corona-Zeiten so, dass man so fertige Essenspackages bekommt. Normalerweise funktioniert das natürlich in Buffetform für die Sportler. Da ist das jetzt so und ja, schauen wir mal kurz rein. Ich werde kurz zeigen, was ich da alles bekommen habe. Ja, es ist nämlich tatsächlich nicht so einfach, als vegan lebender Sportler in vorgefertigten Essenssachen. Im Prinzip, es gibt irgendeinen Orangensaft, einen kleinen, es gibt irgendeinen Apfel, achso, das war jetzt gar nicht, das ist kein Apfelsaft, das ist irgendein Mousse, aber habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, was alles von den Inhaltsstoffen her. Und dann hat es einen Sackerl gegeben mit verschiedenen Croissants und so Zeugs. Ich habe gebeten, dass sie mir jetzt einfach drei so Weckerl geben und dazu noch zwei Backerl von irgendeiner Erdbeermarmelade, und da ist noch so eine kleine Fruchtbox immerhin, aber ja, da werde ich selber ein bisschen aushelfen müssen. Das ist natürlich nicht ganz optimal als Frühstück vor einem Wettkampf. Ihr seht, ich habe ein bisschen vorgesorgt. Ich habe gehofft, es gibt vielleicht Haferflocken, und habe ich mir schon eine Sojamilch besorgt, aber ich werde in den Supermarkt gehen müssen, damit ich mir ja auch fürs Mittagessen irgendwas überlege, weil sonst wird das sehr schwierig. Aber es ist schon ein Aufstieg zum gestrigen Abendessen, weil das gestrige Abendessen hat genau aus zwei solchen Weckerln bestanden, ohne Marmelade, ohne was dazu. Also von dem her darf man sich nicht beschweren. Vielleicht noch vom Zimmer her. Ja, ist sicher kein Luxushotel, aber im Prinzip alles da. Und ein angenehmer Nebeneffekt, zumindest von Corona, sind Einzelzimmer. Das heißt, ich kann das Bett schön benutzen, um mein ganzes Handgepäck da auszubreiten. Das ist normalerweise natürlich auch, ja, wenn da jetzt noch eine zweite Person ist, dann wird es eng mit dem Ganzen. So kann man zumindest alles schön platzieren. Schaut ein bisschen unordentlich aus. Aber ja, ich weiß, wo alles ist. Ja, das Rennen ist wie gesagt sehr spät, erst nach 22 Uhr. Wie werde ich jetzt den Vormittag noch verbringen? Ich werde als erstes das Frühstück essen, weil ich jetzt keinen Zeitdruck habe, schon trainieren zu gehen. Erst danach, wahrscheinlich so um, ja, zwischen 11 und 12 irgendwann, werde ich kurz auslaufen gehen, ein bisschen Laufschule und aktivieren einfach machen vor dem Wettkampf, gerade wenn der erst zu spät ist. Und ja, dann beginnt die harte Zeit des Tages, wo man eigentlich nur mehr darauf wartet, zum Rennen zu fahren und ja, de facto nichts macht. Ja, das heißt, für mich gibt es jetzt hauptsächlich mal Weißbrot mit Marmelade und Frühstück mitnehmen, bei YouTube schauen, eigentlich bestes Leben, aber wie es so ist, im Hotel, ich habe es getestet, das Internet hat eine Geschwindigkeit von 0,2 Mbit, das heißt, bis YouTube geladen ist, dauert es jetzt schon ein paar Minuten. Ja, also liebe Hotelbetreiber, mir ist egal, ob das Bett nicht super ist, mir ist egal, ob das Badezimmer nicht sehr sauber ist, aber es wäre geil, wenn das Internet funktioniert. Und ja, von dem her mache ich mir jetzt erst einmal ein schönes, selbstgemachtes Weckerl. Okay, es ist jetzt ca. 12 Uhr. Ich werde meine Vormittags- bzw. eigentlich Mittagsrunde drehen. Es wird wirklich unspektakulär werden. Also ich werde einfach 20 Minuten ganz locker laufen gehen, einfach nach Gefühl, so dass ich mich einfach vor dem Wettkampf nochmal ein bisschen bewegt habe. Dann ja, werde ich wirklich nicht viel machen, nur drei Steigerer. Das heißt, ich werde gar nicht Laufschule, Laufkoordination, Dehnen und so, das mache ich erst vor dem Wettkampf. Jetzt wirklich drei Steigerer und dann sollte das Ganze passen. Also, gehen wir es an. Fühlt sich gut an, also ready für Wettkampf. Das war nicht sehr denklich, egal. Ja, kurz Update zur Situation des Mittagessens. Hier ist das, was für mich herausgesprungen ist beim Mittagessen. Alles andere leider, ja,
weder vegan noch, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal vegetarisch, also eher schwierig. Aber damit habe ich ja gerechnet und wie ihr seht, ich habe mir das Besteck und auch dieses einen Plastikbecher aufgehoben, damit ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir hoffentlich selber ein gutes Mittagessen für das Rennen zusammenstellen kann. Okay, zurück zum Einkauf und wie ihr es jetzt gesehen habt, ja, es ist jetzt so geworden, ich habe mir von einer, sagen wir mal, großen amerikanischen Kette jetzt einfach als Hauptmahlzeit einen Sandwich geholt und ein paar andere Sachen aus einer Supermarkt, die werde ich jetzt nicht alle essen, aber mal so ein paar Cerealien, die passen, also die esse ich immer gern zwischendurch, das, wenn ich kleinen Hunger noch bekomme oder ja, nach dem Rennen dann am Abend, da wird es auch nicht so viel zu essen geben, so ein Quinoa-Salat. Einmal noch ein Sojadrink, den kann man immer brauchen, ein Haferjoghurt, auch so für zwischendurch, das ist recht leicht. Da habe ich noch eine Tafel Schokolade, die werde ich dann für Instagram verkosten. Falls mir noch nicht folgt, unten findet ihr den Link auf für Instagram. Und dann habe ich mir noch so ein Schokodessert geholt, ja, das werde ich mir jetzt noch reinknallen. Es ist genug Zeit und ja, was ich auch immer am Start habe am Tag vor einem Wettkampf, also direkt vor einem Wettkampf, die Stunden davor, ist, dass ich gerne schon so eine leichte Mischung eines isotonischen von einem isotonischen Getränk mir reinhaue. In dem Fall halt von meinem Sponsor Isos. Da müsst ihr selber ausprobieren, aber ich habe so ein bisschen ein leeres Gefühl, wenn ich nur Wasser trinke. Drum ja, pfeife ich mir da gerne auch ein bisschen Kohlenhydrate und Zucker rein. Also das so der Einkauf. Ich werde es mal essen und hoffe mir dann, dass ich gut drüber komme, bis das Rennen dann ansteht, so spät am Abend. Ja, ich habe das späte Mittagessen, wenn man so will, jetzt erledigt. Es ist dann das Sandwich geworden, ein bisschen was von den Cerealien und eins von diesen Schokosnacks. Ja, das war es jetzt eigentlich. Es fühlt sich genau richtig an im Moment. Ich habe jetzt ja knappe 5 Stunden Zeit, bis das Shuttle erst einmal hingeht und noch ein bisschen über 7 Stunden, sogar knappe 7 Stunden, bis der Wettkampf selber beginnt. Also das sollte auf jeden Fall von Abstand her passen. Jetzt, ja, sieht man eh, bin ich im Bett. Jetzt beginnt die Zeit, wo man ja nicht viel tut. Ich werde ein bisschen lesen, ich werde mich vielleicht ein bisschen hinlegen, entspannen, ein bisschen ja, fokussieren und visualisieren schon. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Okay, es ist jetzt noch eine knappe halbe Stunde, bis das Shuttle losfährt. Ich ja, ziehe mir jetzt mal mein Gewand soweit an. Wettkampfdress selber, Wettkampfschuhe sind ganz wichtig. Die ziehe ich logischerweise noch nicht an, sondern die nehme ich mit. Im Moment auch ein paar Dokumente, ja, dass die bestätigen, dass ich rausgehen darf und dass ich an einem Wettkampf teilnehme und meinen negativen PCR-Test und so weiter und so fort. Was auch wichtig ist, nicht vergessen, das Trinken immer. Da werde ich mal noch meine Mischung machen. Und ansonsten, ja, ist es das alles. Ich habe da noch ein paar Minuten, um mich da hinzulegen, dass ich mich noch einmal ein bisschen konzentriere aufs Rennen und da ja, geht schon ab in Shuttle und los zum Wettkampfort. Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Ich bin an der Wettkampfstätte eingetroffen. Ich habe ungefähr noch 45 Minuten Zeit. Ich sitze ein bisschen herum, höre ein bisschen Musik, bereite mich ein bisschen mental noch vor. Dann gibt es ein bisschen Einlaufen, Laufkoordination, Dehnen, ein paar Steigerungsläufe und dann geht es eh schon los. Ja, ich werde mich an der Stelle dann ausklinken. Ja, bin schon gespannt, wie es wird. Dabei fühlt sich alles gut an und wir sehen uns dann nach dem Rennen wieder. We'll be right back.
sage euch, ich hoffe, man hört mich jetzt wieder. Orgesrennen 7:51:50 habe ich jetzt gesehen, beziehungsweise gehört. Knapp an meiner Bestzeit vorbei, ungefähr 3 Zehntelsekunden, also ein bisschen bitter. Aber das Rennen war ja eine Spur langsam, die ersten 2 Kilometer. Da wäre ich lieber so 3 Sekunden schneller durchgegangen. Von dem her, der letzte Kilometer muss so 2:34, vielleicht 2:35 gewesen sein. Das passt gut, aber natürlich, ich wollte unter 7:50, also bin ich nicht ganz zufrieden. Ich weiß aber, dass der Lauf heute mehr wert war als meine Bestzeit und von dem her ist es als Einstieg okay, aber ich werde weiterarbeiten. Jetzt werde ich mich fertig machen. Es ist mittlerweile 15 Minuten nach 11 am Abend, also langer Tag, zurück ins Hotelzimmer, morgen der Flug heim. Und ja, wir sehen uns dann im Zimmer. Ja, zurück im Hotelzimmer. Das war's einmal, hat lang genug gedauert. Es ist schon nach Mitternacht mittlerweile, also wird es sehr spät. Und ich habe einen Zettel bekommen. Morgen, mein Flug ist zwar erst um 8 Uhr am Abend, aber um 11.30 Uhr in der Früh geht der Shuttle zum Flughafen. Das heißt, ich werde auch noch viel Zeit am Flughafen verbringen dürfen, wie es ausschaut. Werde wahrscheinlich noch ein bisschen auslaufen gehen in der Früh, dann frühstücken. Und ja, dann mache ich mich am Weg. Schauen wir mal, wie es wird. Ein halbwegs gelungener Wettkampf. Und ich hoffe, ich habe euch da ein paar spannende Einblicke geben können. Und die Schlussworte bekommt ihr von mir dann noch, wenn ich wieder daheim angekommen bin. Ja, Leute, ich bin wieder gut nach Hause gekommen. War ja nicht so einfach, ungefähr 12 Stunden unterwegs gewesen, quasi die ganze Zeit davon auch mit FFP2-Maske. Also nicht so angenehm, aber im Endeffekt hat alles gut geklappt. Ich habe mir gedacht, jetzt zum Abschluss, nachdem es, glaube ich, sehr viele interessiert, auch nicht, wenn es nicht jeder immer sagt, aber ich würde mit euch gern einfach so ein bisschen die Preisgelder, die Kosten durchgehen, damit man sieht, was unter dem Strich so finanziell bei so einem internationalen Wettkampf dann rauskommt. Davor würde ich euch kurz bitte noch bitten, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst mal bitte auf jeden Fall einen Kommentar da, wie hat euch dieses Format gefallen, so ein bisschen behind the scenes, exklusive Einblicke eines Profisportlers, was war gut, was war schlecht, was hat euch gefehlt, also würde mir sehr helfen, bin sehr gespannt, einfach unten reinschreiben. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, einfach nochmal zum Finanziellen ein bisschen kommen, damit ihr so eine Vorstellung bekommt, wie sich das Ganze abspielt oder was sich da finanziell abspielt im Hintergrund. Es ist im Prinzip so, ich habe den zweiten Platz belegt, habe dafür ein Preisgeld von 300 Euro bekommen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich davon noch Quellensteuer etc., ob das abgezogen wird, aber der Einfachheit halber nehmen wir mal an, dass das die 300 Euro sind, davon gehen 10% an meinen Manager, das heißt 270 Euro bleiben für mich über. Was ich noch gehabt habe, waren 250 Euro an Reisebudget, die ich vom Veranstalter bekommen habe, das heißt, das kommt noch dazu. Was gab es jetzt an Ausgaben? Der Flug selber, im Moment vermutlich etwas teurer durch die ganze Corona-Geschichte, hat 300 Euro gekostet, das wird abgezogen. Dann habe ich noch einen PCR-Test machen müssen, der hat 95 Euro gekostet und die diversen Lebensmittel und das ganze Essen, was ich mir zur Verpflegung gekauft habe vor Ort, hat ungefähr 50 Euro gekostet. Das heißt, unterm Strich kommt jetzt ungefähr ein Plus von 75 Euro für das Ganze hinaus. Wenn man jetzt annimmt, in Österreich kann man grob rechnen, dass für Steuer, Sozialversicherungsabgaben etc. die Hälfte weggeht als Selbstständiger. Das heißt, wir können so mit 37,5 Euro Gewinn rechnen, also irgendwo im Bereich von 30 bis 40 Euro ist das, was im Endeffekt für mich als Profit rausschaut. Vielleicht einfach habe ich mir gedacht, eben für euch ganz interessant zu sehen. Ich will da immer ganz offen sein und damit man vielleicht ein bisschen eine Vorstellung hat. Man kennt halt wahrscheinlich immer die tollen Fußballer oder andere große Sportarten, wo Millionen verdient werden. Und auch die Einblicke allgemein abseits vom Finanziellen, dass man in den vielen kleineren Sportarten doch einen hohen Selbstaufwand hat, auch organisatorisch. Ihr habt es gesehen, man muss sich teilweise Essen selber besorgen, die Unterkunft war zum Glück da, das muss man sich manchmal auch selber besorgen. Also ist nicht so ganz vergleichbar mit einem Profifußballer, der wahrscheinlich nicht mal seine eigenen Schuhe und sein eigenes Shirt mitnehmen muss, wenn er ein Fußballmatch hat. Also das hoffe ich auch, dass das euch ein bisschen geholfen hat, beziehungsweise interessante Einblicke waren, wie das finanziell und organisatorisch auch für einen Profisportler wie mich so im Hintergrund ein bisschen ausschaut.
Ja, das war's für heute. Meinen nächsten Wettkampf gibt's in knapp 2 Wochen in Monaco. Falls ihr Interesse habt und falls euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst mir bitte ein Like, da schreibt's mir unten in die Kommentare ein, was ihr euch wünschen würdet oder ob es euch gefallen hat grundsätzlich einmal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wie immer gutes Training und ich freue mich schon, wenn ich euch dann im nächsten Video wieder begrüßen darf.